Ja, Freunde, was geht? Whitey hier und herzlich willkommen. Ja, Freunde, heute ist Montag und ich war das ganze Wochenende arbeiten und dann habe ich jetzt gerade mal auf meinen PC geguckt, weil ich die Videos für heute hochladen wollte und tatsächlich, Freunde, habe ich kein Video mehr fertig gehabt für heute. Ja, also muss ich mal eben schnell was machen, Freunde. Wir kreieren mal eben schnell einen Imaginator. Ich saß jetzt gerade dann vor dem PC und dachte so, weißt du was? Ich weiß, was ihr heute macht, Freunde. Wir machen heute mal einen Obst-Skylander, einen Gemüse-Obst-Skylander. Wir machen heute mal Tutti Frutti, ja, so wird der heißen, vom Element Leben und der wird komplett mit Gemüse, Obst zugepflastert sein, bis nichts mehr geht, Freunde, ja. Ja, wie gesagt, ne, dass ich wenigstens heute noch ein Video für euch hochladen kann, ja, Freunde, das muss auf jeden Fall sein, ne. Kann ja nicht, dass ihr kein Video hier bekommt von mir, ne, an diesen Montag. Willkommen beim Kreationskristall. Das muss ja nicht sein, Freunde. Ja, das muss ja nicht sein. Deinen eigenen Imaginator erschaffen. Wähle zuerst eine Jawohl, Kampfklasse. So. Jede Klasse setzt Freunde. Einen einzigartigen Tutti Frutti ein. Wird ein Schnellschütze. Warum werde ich euch gleich zeigen? Schützen zu kreieren? Ja. Die Wahl einer Kampfklasse ist eine endgültige Entscheidung. Das ist wunderbar, dass das so ist. Dann nehmen wir mal kreieren. Ein Schnellschütze ist geboren. Ein Schnellschütze ist geboren. Erwecke deine Fantasie jetzt zum Leben. Boah, ich sehe so dämlich aus mit dem Headset. Das geht gar nicht, Alter. Ich sehe so richtig dumm aus, ja. Mal gucken, was ich da gleich mal so... Mal gucken, ob ich da irgendwann noch hinbekomme, Alter. Das sieht so doof aus, ne? Ehrlich, Hammer. So, Freunde, ja. Freunde, also wie gesagt, ne, das wird jetzt ein Imaginator auf die Schnelle kreiert, Freunde, ja, aber ich denke mal, wird auf jeden Fall nochmal ganz cool aussehen. Diese Woche oder beziehungsweise letzte Woche war auch echt stressig, ne, ganze Wochenende gearbeitet, Freitag, Samstag, Sonntag, ne, kam es nicht dazu, Videos zu produzieren, ja, diese Woche genauso, Samstag, Sonntag wieder arbeiten, Donnerstag, Freitag bin ich in Hamburg, ja, also, der wird so heftig, Freunde, ich schwör's, der wird so heftig, ja, die Woche wieder... Hoffentlich kriege ich genug Videos für euch zustande. So, Freunde, ich möchte eine Bananakopf machen. Ne, das ist auf jeden Fall schon mal drin hier, auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. So, wir brauchen noch richtig geile Augen. Ja, da ist ja mehr so Fliege, ne? Also, da ist ja mehr so Obstfliege, ist auch geil, oder? Obstfliege, Alter, richtig gut. Ziel, Mensch, Katze, Ziege, Alien, Monster. Ja, okay, Freunde, lassen wir mal das hier. So, Eis ist kein Gemüse. Gut, Eis ist mein Gemüse, muss ich sagen, ja. Aber hier, Freunde, haben wir Maiskolben. Sehr geil, auf jeden Fall. Mal gucken, haben wir eine Brust, eine vernünftige? Haben wir so eine Gemüsebrust oder so? Das wäre auf jeden Fall richtig geil. Irgendwas Gemüsemäßiges wäre ganz cool. Ach, guck mal hier, Kürbis, Alter, wie geil ist das denn bitte? Kürbis können wir auf jeden Fall nehmen, das ist geil. So, Banane haben wir nicht. Na gut, ich will jetzt nicht Only Banana Mensch machen. Da kann ich den auch Banana Joe nennen. Das wollte ich natürlich nicht. Aber Kürbis ist auf jeden Fall auch geil. Also, wenn ich das da alles so farblich anpasse, das wird richtig cool, ja. So. Haben wir irgendwie. Haben wir Kürbisarme oder irgendwie sowas in der Art? Engelsarme, ich lese immer Egelsamarme vom Bisasam, Alter. Rankenarme, okay, die kann man nehmen. Schlange. Na, ist nicht so cool, Schlange, würde ich sagen. Ja, Rankenarme müssten wir wahrscheinlich nehmen. Außer es gibt noch irgendetwas anderes, aber das mag ich auf jeden Fall zu bezweifeln. So sieht's aus, Freunde. Also müssen wir mal die Rankenarme nehmen. So, Beine, da wird's ja wohl irgendwann geben, oder? Ein paar Obstbeine, ey, so Kürbisbeine, Bananenbeine, da wird ja wohl irgendwas Beinmäßiges am Start sein, oder? Da hier, Bananenbeine, sehr gut, sowas liebe ich auf jeden Fall. Kürbisbeine gibt's nicht, aber Bananenbeine, wunderbar, wunderbar. So, jetzt brauchen wir noch einen Schwanz, haben wir einen Obstschwanz? Was ist das denn? Na gut, das sieht so gemüsemäßig schon aus hier. Blätterschwanz sieht noch gemüsemäßiger aus. Ein Salatschwanz. Das sieht aus wie Salat, oder? Würde ich doch sagen, nicht? Obwohl, der sieht noch... Der sieht... Da müssen wir schon den Salatschwanz hier nehmen. Okay, den nehmen wir, sehr gut. So, ja, das sieht ganz gut aus, das sieht ganz gut aus. So, Waffe, Freunde, warten wir bis der Stufe 6, gleich können wir den Bananenblaster drauf machen. Den können wir auf jeden Fall draufknallen. So,
Haben wir hier schon irgendetwas Obstmäßiges? So wie es ausschaut, nicht. Ne? Haben wir, ja, gibt es überhaupt was? Hier haben wir Kaktus, den können wir nehmen. Sehr gut. Aber so weiter ist hier nichts, oder? Sieht alles nicht so Gemüse. Gibt es keinen Maiskolbenhut oder so? Oktokäse, Alter, was ist das denn? Ah, guck mal hier, Blütenhut, den kann man auch nehmen. Blüten kann man ja auch essen, muss ich dazu sagen. Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Oh, nee. Was? Wie geil ist das denn? Mit Obst, Alter, wie geil. Geile Obsthut, Alter, wie geil. So, hier haben wir natürlich die Melonenschulterpanzer, Freunde, den knallen wir drauf, ja. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendetwas anderes haben. Marienkäfer ist jetzt nicht so Gemüse, muss ich sagen. Aber Melone können wir auf jeden Fall nehmen. Melone gefällt mir. Armschienen können wir auch Melone nehmen. Ich schaue trotzdem mal nach, ob es hier nicht vielleicht doch irgendwie so Maiskolben oder Pizza gibt es hier. Zähle ich auch als... Kann man Gemüse drauf machen, oder Freunde? Schön ein paar Artischocken, also die gehen auf jeden Fall klar, ne, oder nicht? Ja, doch. Ich würde sagen, ja. Aber wir lassen trotzdem die Melonensachen drauf. Beinschutz, Kürbis, okay. Da sieht es nur nach Kürbis aus, oder? Ja. Okay, dann müssen wir nachher Kürbis drauf machen. Das machen wir auf jeden Fall. Rucksack, so. Er wird ja wohl ein Stück Obst hier geben, oder? Als Rucksack? Ein Stück Obst? Nein. Eine Eiche. Alter, kein Obst, ey. Das gibt's doch gar nicht, oder? Hier haben wir nur so ein Quidditch-Teil, ey. Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Alter, ich hab wirklich mit ein Stück Obst gerechnet, so ein Apfel oder so, ne, aber ja, okay. Okay, Freunde, Eichhörnchenbeute machen wir hinterher auch noch drauf. So, Größe, ja, eigentlich können wir den so lassen, wie er ist, muss ich sagen. So, Farbe, jetzt geht ab der Fisch hier, Freunde, jetzt geht ab der Frosch. So, gelb, natürlich, und grün, grün? Wie schlecht ist das denn bitte? Das ist doch Teil, da ist doch immer schwarz, oder nicht, da oben? Ist das nicht immer schwarz oder auch gelb? Ich habe jetzt leider keine... Na, ist doch schwarz, oder? Ist doch nicht grün. Aber es gibt grüne Bananen, so ist er nicht, die noch nicht reif sind. Also die sehen dann so aus. Die esse ich persönlich am liebsten, muss ich sagen. Ja, also ich mag nicht die überreifen Bananen. Gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Aber wir lassen Standard gelb, Freunde, weil das sieht nach Banane auf jeden Fall aus, ja. So, Augen, Blaue Augen? Ich würde sagen, nein. Nehmen wir auch gelbe Augen, oder? Ja, machen wir gelb. Gelb ist gut. So, Ohren, Freunde, sehr gut. Okay. Und das müsste jetzt grün sein. Ja, das sieht doch nach Mais aus, oder? Das sieht doch ein paar schöne Maisöhrchen, jawohl. So, jetzt die geile Brust, Freunde. Kürbis, orange. Und schönes Grün, jawohl. Arme. Ja gut, Arme müssen wir mal gucken, ob wir die nicht dann auch orange machen, damit das einigermaßen passt, würde ich sagen, damit das einigermaßen passt. Ja, machen wir auch. Auf jeden Fall, damit er nicht so hardcore auffällt, wisst ihr, wie ich meine? Ja, ja, dann machen wir auf jeden Fall. So, ein paar wunderschöne Bananenbeine noch, ganz gepflegt. Ja, sehr gut. Passt, cool. Schwanz, ja. Schwanz gelb machen. Schwanz gelb machen, genau. Machen wir. So, Schulterschutz, da ist ja alles, die ist mit Lohnfarbige, ne, das werde ich so anpassen, das sieht auf jeden Fall dann ganz, ganz geil aus, jawohl. An den Armen natürlich nochmal dasselbe. Ich frage mich, wie gleich da der Obstkorbhut bei dem aussieht, ob der einfach nur so oben auf die Spitze drauf gepflastert wurde, ja, da bin ich mal gleich sehr gespannt, muss ich sagen. Ja, der sieht doch schon mal nach was aus, oder Freunde? Tutti Frutti, Alter, richtig geil. So, gibt's hier noch irgendwie, nicht stinke, ja gut, vergammeltes Obst und Gemüse stinkt schon mal, ja. Oh Mann, ist das geil, ehrlich. So, okay, Kräfte, ja. Yeah. Machen wir hinterher das hier, Pflanzenpower. Persönlichkeit, so.
Tudi. Frudi. Jawohl. Ah, komm. Hau mal einen raus hier, Alter. Ich stehe voll auf Bananenwerker. Jawohl. Ah, nicht winzig. Ich steh voll auf. Insulaner. Ich steh voll auf. Nehmen wir das. Sehr, sehr gut. So. Guck mal, er freut sich richtig, Alter. Er geht richtig ab. Hört sich an wie Musik von Mario Kart. Ja, sehr geil. Tutti Frutti, Alter, wie geil ist das denn bitte? So, hast du noch eben eine bessere Waffe für mich? Nur so ein bisschen auf jeden Fall. Komm, wir ändern ja sowieso gleich. Also wir müssen ja erstmal Stufe 6 werden. Und wir müssen auch noch die Kürbis-Schienbeinschoner auch noch draufpacken. Ne, wisst ihr ja Bescheid. Tutti Frutti, Alter, wie geil, ey. Mega. So, ab dafür eben Stufe 6 werden. Mir gehe ich da keine Opfer. Ja. Ey, sei mal nicht so freche, du alter Vogel. Alter Piepmatz. Nimm meine Salbe. Stufenaufstieg. Ja. Ey. Ich glaube, ich brauche eine Vogelscheuche, oder? Ich glaube, ich brauche eine Vogelscheuche. Das geht ja gar nicht. Diese Bösewichte hatten das geht eine ja Kiste gar nicht. Voller Ausrüstung, ja. Der wird mein wunderschöner Obst Tutti Frutti angegriffen. Das geht doch gar nicht, oder? Das ist nicht akzeptabel, Freunde. Das ist nicht akzeptabel. Episch, Alter. Was soll ich denn damit? Verdammte Axt nochmal. Hau ab damit. Tutti Frutti. So. Freunde, Stufe 4 sind wir schon mal. Wir brauchen aber Stufe 6. Deswegen gehen wir noch schnell in die Kampfarena. Ja. Bam. So, sollen wir uns danach noch eine Vogelscheuche machen, ey? Sollen wir heute noch eine Vogelscheuche machen? Habt ihr Bock drauf, ja? Habt ihr Bock auf die Vogelscheuche? Ich mach da oben da eine Umfrage hin. Stimme ab. Hey, wollt ihr noch heute noch eine Vogelscheuche sehen? Dann kriege ich heute noch, euch noch eine Vogelscheuche. Lass uns loslegen. Es liegt an euch, Freunde. Es liegt an euch. So, ab dafür. Okay, Broccoli Guy freut sich schon darauf, die Action zu kommentieren. Er freut sich und ist ein wenig hungrig. Wie wär's, ihr kämpft und ich bestelle eben eine Pizza. Die Bösewichte schlagen zuerst zu Broccoli Guy. Wie reagiert der Skyliner? So, ab dafür jetzt. Ich will mich überraschen lassen. Jawohl. Boah, Lebensauerknecht. Abartiger Typ hier. Oh, ey. Broccoli Guy kann deinen Schmerz spüren, Skyliner. Ey, greif an hier, ja. Voll mega. Ja, auch Schafe fressen mich auch. Fress deine eigene Wolle. Lass mich in Ruhe. Ey, ey. Alter. Ich kann mich nicht mehr bewegen, Alter. Die ist scheiß scharf da hinten. Den Skylander bejubeln, der gerade aufgestiegen ist. Mit einem Booyah. Cool. Oh, diese Bösewichte haben einfach keine Chance. Nicht mal den Hauch einer Chance. Cool. Also, ich muss es wissen, Kill Bill. Was hältst du von dieser ganzen Charakterkreationsgeschichte? Ganz ehrlich, Red. Bam! Ich lach. Was zum... Oh, ich verstehe. Ey, der Skylander noch mehr. Ist hört auf. Ich hatte ganz vergessen, dass er geht. Diese Skylander legen sich heute so richtig ins Zeug. Oh, das kaputt hier! Wenn Sie das ja Mann! Schon immer gemacht haben, Sie heute noch eine Schippe drauf. Hey, ich weiß, wie das ist, eine junge, wilde Pflanze zu sein, ehrlich. Aber das du auch noch, du abartiges Schaf. Das gehört sich nicht. Wow. So, Freunde, jetzt wird natürlich noch ein bisschen aufgewertet. So, erstmal hier schön die Flower Power. Natürlich. So,
aussehen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das jetzt aussieht. Wo ist der Obstkorb? Wo ist der Obstkorb? Ey. Da. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Kann ich auf jeden Fall mit leben, muss ich sagen. So, Rucksackfreunde, knallen wir jetzt noch die Eichel drauf, ne? Und Beinschutz natürlich noch die Melonen. Die hier. Boah, geil, oder? Er ist ein richtiger Typ, Alter. Er ist richtig tutti frutti, Alter. Voll geil, ey. Oh, Mann, ey. Das ist richtig cool, ey. Hammer, hammer, geil. So, Kopfbedeckung, ja, gut. Kürbis, okay, klar. Bananen machen die ja auch wieder grün, Alter. Mach die Banane gelb. Naja, okay. Rucksack, ja, machen wir natürlich eichelbraun. So, Schulterschutz haben wir schon, Beinschutz noch. Wollen wir natürlich auch den wunderbaren Kürbis, die Kürbisfarbe, dann passt das auf jeden Fall. Ja, Freunde, was will man mehr, Freunde? Was willst du mehr als das hier? Das ist ja wohl mega geil. So, Freunde, und wenn ihr diesen Skylander haben wollt in eurer Creator-App, ja, das wollte ich eigentlich jetzt schon immer gemacht haben, dann, hört jetzt einmal genau hin. Ja, macht eure App an, macht eure Handy oder euer Fernseher laut, da wo ihr das gerade guckt, und gönnt euch das einmal. So, jetzt solltet ihr ihn auf eure Creator-App haben. Sehr gut. Ja, Freunde, tutti frutti. So muss er sein. Zack. Sehr geil. Möchte ich noch ein paar Worte sagen. Boah, der ist aber auch zugepackt, oder? Ey, voll geil, ey. Tutti frutti, Alter. Voll gut. So, ihr Drecksratten. Ihr kriegt auch noch was. Ihr braucht ihr alle. Ja, tutti frutti an die Macht. Obst für alle. Ja. Vergammeltes Obst für alle. Alter, die wollen mich verbrennen. Das sind aber keine Obstfreunde hier. Auf Wiedersehen. Es ist kaum zu fassen, aber es gibt einfach keine neuen Broccoli-Guy-Kommentare zu diesem Teil des Kampfes. Ich werde mich also wiederholen. Oh, noch mehr. Diese Bösewichte haben einfach keine Chance. Nicht mal den Hauch einer Chance. Wow, wir haben hier einen klassischen. Das ist aber mal gut hier. Oh ja. Ja. Ja, ich verstehe. Der Skylander ist aufgestiegen. Ja. Obstpower. Also, Chillbill. Mega. Wie schätzt du denn die Siegchancen der Skylander ein? Ja, ich hab doch gerade gewonnen. Sie haben ja gerade gewonnen. Also, 100%? Würde ich doch auch mal so behaupten, oder? 100% für ein Watt. Skylander, das war ein. Sehr gut. Cool, der aussieht, ist so geil. Und hier ist. Er sieht richtig episch geil aus. Muss ich echt mal zusammen mit dir. Sehr gut. So, ja, ganz ehrlich, Freunde, eigentlich brauche ich diese Arena-Kämpfe gar nicht mehr zu Ende machen, weil ich kriege sowieso nur Duplikate. Das Thema ist, glaube ich, durch mittlerweile. Ja, so, Freunde, das ist unser wunderbarer Tutti Frutti gewesen, auf die Schnelle kreiert, damit ihr heute natürlich noch ein Video bekommt. Wenn ihr jetzt noch die Vogelscheuche haben wollt, ja, Freunde, dann, ja, entweder in die Kommentare oder, wie gesagt, abstimmen, ja, also stimmt da auf jeden Fall mal mit ab. Und dann gibt's das Video, wenn genug dabei sind, auf jeden Fall für euch auch. Ja. In dem Sinne, freue ich mich raus. Danke, dass ihr dabei wart. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen. Alter, was ist denn hier los? Junge, Junge, Junge. Haut rein, Freunde. Dankeschön. Und peace.